Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Osnaball TV. Ich habe mich heute hier mal eingeschlichen auf der Sportanlage vom TSV Wallenhorst und der Trainer vom TSV Wallenhorst sitzt an meiner Seite, Jörg Baumann. Jörg, ihr habt ein paar Anläufe gebraucht, jetzt seid ihr endlich aufgestiegen, das war ja super. Euer Verein hat auch noch 90-jähriges Vereinsjubiläum, ja, ja. Kann ja eigentlich dann für dieses Jahr nicht besser gelaufen sein, oder? Ja, das ist natürlich richtig. Ich bin vor 2 Jahren hier angefangen, die Nachfolge von Matta Dierke angetreten und ja, langfristiges Ziel war schon der Aufstieg. In der ersten Saison haben wir dann ja sofort den Platz 3 erreicht, punktgleich mit Rulle als Tabellenzweiter. Dass es letztes Jahr dann so geklappt hat, okay, aus meiner Sicht immer noch sensationell, was wir da gespielt haben, was wir da erreicht haben. Wenn wir nach 3, 4 Jahren aufgestiegen wären, wäre es auch okay gewesen. So war der Plan eigentlich, aber dass es so schnell geklappt hat, gut. Dann nimmt man es gerne an und ja, passend zum Jubiläum, 90 Jahre, ist top, ja. Ja, wird sich der Verein freuen. Was hat denn letztendlich einen Ausschlag gegeben? Was meinst du, warum habt ihr es denn im letzten Jahr geschafft? Also ihr habt schon eine super Runde gespielt. Also wir haben sicherlich eine super Runde gespielt. Wir hatten sicherlich auch enge Ergebnisse gehabt. Wenn ich an das 3-2 in Osterkappeln denke, hier der 4-3-Sieg gegen Fenne in der Hinrunde, Nachspielzeit 3-2 gegen Neunkirchen. Sicherlich viele sagen, das ist Glück und was weiß ich nicht alles. Das kann auch wohl sein. Aber ich sage immer, das Glück muss auch erzwungen werden. Und wir haben es dann auch aus meiner Sicht verdient, diese Spiele im Endeffekt auch vielleicht glücklich zu gewinnen, aber wir haben nie aufgegeben, wir wollen immer die Dreier und wenn es dann in der Nachspielzeit ist, ja, bei Bayern München ist es die mentale Stärke, bei Wallenhorst war es halt Glück. Gut, ich kann da gut mit leben, aber ich denke, wir waren auch fit, die Mannschaft war fit, wir konnten 90, 95 oder 100 Minuten gehen, haben uns auch nie von Ausgleichs- oder Rückständen anstecken lassen, in Hektik gekommen. Sehe das 2-0, wo wir in Fenne zurückgelegen haben nach 58 Minuten, wo keiner mehr gesagt hat, da brennt noch was an. Und dann haben wir das Spiel innerhalb von 10 Minuten gedreht und dann letztendlich auch da gewonnen. Und ich denke mal, der Teamgeist ist hervorragend. Da gibt es überhaupt nichts. Eine Top-Trainingsbeteiligung gehabt letztes Jahr von 15, 16 im Schnitt. Ja, und das passt einfach. Wenn regelmäßig trainiert wird und wenn der Teamgeist ist, da erreichst du viele. Siehe WM. Ne? Absolut. Das sieht man immer wieder mal. Ja. Jörg, die Kreisliga Nord kennst du nun aus dem FF. Jetzt das Abenteuer Bezirksliga. Ja. Ist natürlich sehr reizvoll, weil die Liga ist absolut klasse. Oder siehst du das anders? Wie bereitest du deine Truppe darauf vor? Ja, wie bereite ich die Truppe darauf vor? Also erstmal, Bezirksliga ist eine andere Welt. Gar keine Frage. Das ist also aus meiner Sicht mehr als eine Klasse Unterschied durch die Reform, die es mal gegeben hat. Ich sag mal 1,5 Klassen Unterschied mittlerweile, wenn man dann sieht, wie gewisse Vereine aufrüsten, mit welchem Spielermaterial die in die Saison gehen. Das ist schon eine Hausnummer, eine absolute Hausnummer. Für uns gibt es auch nur ein Ziel, 3 oder 4 Mannschaften hinter uns zu lassen, um den Klassenerhalt zu sichern. Alles andere ist Utopie. Wie bereite ich die Mannschaft darauf vor? Ich versuche die Mannschaft im Training schon dahingehend zu steuern, dass man mehr spricht, dass man die Einheiten oder die Übung intensiver spielt und nicht so wie in der Kreisliga. Da kann man sich mal 15, 20 Minuten Auszeit vielleicht nehmen. Das ist vorbei. Das ist absolut vorbei. Das geht jetzt nur noch von der ersten bis 96. Minute. Da musst du körperlich topfit sein. Und wenn sie dann versuchen, das umzusetzen, was ich einfach erwarte, dieses einfache Fußballspielen, ich will keine Zaubereien, ich brauche keine Hackentricks, ich brauche keine, was weiß ich, einfaches Fußballspielen, als Mannschaft auftreten, ja, und Fitness ist der absolute Grundstein, um den Klasse zu erhalten und das nötige Glück. Das habt ihr ja schon mal erzwungen in der letzten Saison, warum soll es jetzt in der Bezirksliga nicht auch klappen? Ja, du kennst sicherlich die Bezirksliga, hast dir sicherlich als Trainer, guckt man ja mal hier und mal da und man, ja, wie das halt so ist, wie schätzt du denn die Liga generell ein? Oh, wie schätze ich die ein? Also ich schätze die spielstark ein mit den Mannschaften wie Bersenbrück, Schlederhausen, Anko, Merzen, sehr, sehr kampfstark, wird sehr, sehr körperlich intensiv gespielt, also das ist schon eine Hausnummer. Ja, und ich sage einfach, die körperliche Fitness, das ist ein riesen Grundstein, sage ich mal. Und ja,
Man darf nie abschalten, man darf nie eine Auszeit nehmen. Das wird wahrscheinlich sofort gnadenlos bestraft. In der Kreisliga werden solche Dinger vielleicht dann noch, sag mal, versemmelt, so hundertprozentige. Ja. Und in der Bezirksliga gibt es einfach diese Spieler, die auf solchen Chancen warten und werden diese Dinger dann einfach ja, auch versenken. Ja, und das ist schon absolut reizvoll. Ich habe ja von 2007 bis 2009 habe ich Riese trainiert, 2 Jahre in der Bezirksliga. Aber ich denke, die Klassen sind nicht mehr miteinander zu vergleichen. Auch die Qualität, denke ich mal, auch Lüstring, selbst wenn sie so viele Abgänge haben, die werden auch wieder ganz oben irgendwo stehen. Es ist eine Riesenaufgabe, ja. Ich freue mich und ich hoffe, dass wir nach 30 Spieltagen erfolgreich sind. Das wird auch sicherlich spannend. Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, was du von deinen Spielern erwartest, aber beim Training, ich konnte mich ja gerade selbst davon überzeugen, wie akribisch du auch an die Sachen rangehst. Wo willst du sie packen? Wo müssen sie sich verbessern? Ja, sie müssen sich verbessern im Passspiel, absolut. Wir haben in der Kreisliga auch viele Gegentore bekommen oder Ballverluste gehabt im Spielaufbau, im Passspiel. Da müssen wir uns absolut verbessern. Wir müssen miteinander sprechen, viel mehr sprechen, dem Mitspieler helfen. Das ist also viel zu stumm auf dem Platz. Ich sage immer, stumm wie Fische. Ne? Wenn einer einen Fehler macht, dann hast du 8 Kommentare. Bei uns war es jetzt nicht so, aber ich sage es mal überspitzt. Das sage ich den Jungs auch immer. Warum helft ihr euch nicht gegenseitig? Ne? Dann brauchen nicht 8 Leute gleichzeitig wieder erzählen, was alles schlecht und falsch war. Das sind Riesenprobleme, die wir haben. Für die Klasse, für die Bezirksliga. Und das müssen wir versuchen abzustellen. Ne? Ja, das ist, das sind meine Hauptaugenmerke zurzeit, auch im Training. Immer wieder diese Passspielübungen bis zur Bewusstlosigkeit. Wir müssen es einfach hinkriegen, wie wir den Ball spielen, wie muss ich meinen Mitspieler anspielen, wie muss ich zum Ball stehen, damit ich den Ball annehme, damit die Spielfortsetzung sofort wieder da ist. Ja, das ist eine Riesenaufgabe. Da müssen wir noch 11 Monate arbeiten. Dann wünschen wir dir viel Erfolg mit deiner Mannschaft und für euren Verein hier und dass das klappt. Wir werden es natürlich weiter verfolgen. Ja, klar. Schönen Dank, dass du dir eben Zeit genommen hast, dass wir mal eben ein bisschen quatschen konnten. Kein Problem. Und wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ja. Ja, wie allen anderen natürlich auch. Wir sind neutral. Ja, ist auch okay. Ja, aber alles Gute und ich glaube, da ist was drin hier mit deiner Truppe. Ja. Wenn wir 12. werden, bin ich sehr gut zufrieden und dann können wir wieder feiern. Und wenn es dann anders ausgehen sollte, dann muss man es auch so zur Kenntnis nehmen und sag mal, wie in der letzten Saison es war, wer am Ende der Saison oben steht, ich denke, er hat es dann auch vielleicht verdient. Nicht? Und ich sag mal, wer nach 30 Spieltagen über den Strich steht, wie auch immer, hat es dann auch irgendwie verdient. Der hat es auch verdient. Ja. Alles klar. Alles klar. Besten Dank und schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Osnabrück TV.